Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Ich habe heute wieder ein neues Tarkov-Video für euch und viele von euch, die mir mittlerweile folgen, folgen mir tatsächlich, weil sie auch auf diesem Tarkov, ja, Hype-Zug aufgesprungen sind. Und viele von euch haben mich auch gefragt, wie denn der Progress für mich ist. Und Roofgate ist ein Fragezeichen. UN Roadblock, die Brücke und Northern UN. N Roadblock. Okay, das ist Osten und Süden der Karte. Habe ich verstanden. Ich drehe durch. Ich bin hier eigentlich Controller-Spieler, COD-Spieler, Fast-Paced, FPS-Shooter, was COD halt seit 2-3 Jahren aber auch nicht mehr ist. Und diese Runde zeigt es so ein bisschen, wie dieser Progress, wie diese Entwicklung für mich ist. Und Tarkov ist ein Game, was mich vom ersten Tag gefesselt hat. Ich bin jetzt 3 Monate dabei, fast 3 Monate, obwohl eigentlich sind es so 2,5 Monate. Ich bin bei fast 1000 Spielstunden, was absolut krank ist, um ehrlich zu sein. Ich liebe dieses Game, es fordert mich, mit Maus und Tastatur spielen fordert mich. Ich habe mir eine K70 Tastatur gekauft, ich habe eine 502 Hero Maus gekauft, extra, damit ich die nötige Ausrüstung habe, um selber besser zu werden. Und ich merke, mit jedem Raid, den ich laufe, mit jeder Quest, die ich mache, mit jeder Waffe, die ich ausprobiere, was kann ich gut, was kann ich nicht gut, welche Entscheidung treffe ich gut. Unfassbar cooles Game, unfassbar coole Community. Und ich würde auch die bitten, die vielleicht noch nicht so sehr im Tarkov-Fieber sind, dass ihr euch die Runde gerne mal anguckt. Hintergrund des Ganzen, Dragon, einer meiner besten Gaming-Buddies und Zuschauer, ist mit mir auf Peacekeeping-Mission gewesen. Das heißt, ihr müsst in der Quest mit blauen Helm und blauer Rüstung, was echt übel ist, weil die beiden schlechte Rüstungen sind, schlechter Helm und blau, jeder sieht euch, Skeffs aus verschiedenen Maps töten, damit wir eben zu Lightkeeper kommen. Eine der Endquest und Endtrader, wo ich jetzt gerade kurz davor bin. Und naja, wir spawnen und er findet halt beim Wünschebaum eine Keycard, eine Labs-Keycard, eine Black-Keycard, die fliegt 3, 4 Millionen Rubel wert ist, unfassbar seltenes Item, die zu finden und man muss damit dann halt auch exfiltrieren. Wenn man in der Runde stirbt, ist die Karte im Sicherheitscontainer, aber sie ist halt nicht mehr wert eigentlich. Das war Hardcore und ich habe mich, ehrlich gesagt, in dem Moment, weil ich ihm schuldig bin, gefühlt wie ein Bodyguard. Deswegen der Titel, das Thumbnail und Leute, lasst gerne einen Kommi da, falls euch Tarkov auch gefällt, falls ihr den Progress in den Gameplays selber vielleicht seht und schaut einfach selber vorbei. Wir werden das ganze Wochenende wieder Tarkov spielen, denn ich suche eine Vase, damit ich zu Lightkeeper kann. Hoffentlich finden wir sie. Lasst ein Like da, Leute. Viel Spaß mit der Runde. War kurz, knackig und ein paar Spieler haben die Lobby von vorne gesehen. Und holen 30 Bubbles. Blups. Lightbulbs. Bulb. Ja, schade. Bulb. Im Tech-Raum oben hatte ich eben 3 Stück gefunden. Oder 2. 2 waren's. Oh, ich hab einen Laser drauf. Fuck. Giving Tree. Oh, Giving Tree. Oh, Whisky. Ich hab ne Black. Nicht dein Ernst. Doch. Was ist die wert? 8 Millionen. Okay. Ich hab mich nicht gehalten. Wir gehen rechts lang. Painkiller rein. Ich hau mir direkt einen Propi rein. Ja, ich bring dich raus. Das erste Mal, dass der Giving Tree wirklich was gegönnt hat. Da lag jetzt echt eine Black beim Tree. Ja. Du folgst mir, ja? Jo. Ist sie im Pouch? Ja, klar. Ich glaube nur noch 3 Millionen, aber egal, mehrere Millionen. Da
Darf nur kein Run-Flu werden. In diesem Moment wird klar, dass wir kurz vor dem Exit stehen, aber so früh in der Runde sind, dass es natürlich sein kann, dass wir aus Big Red, was der andere Spawn ist, auf der anderen Seite Gegner bekommen. Und genau das passiert jetzt auch. Ja, Roadblock, komm mal raus, dann bleibe ich so lange noch in der Busche. Ruhig. Ja, Kompass. In dem Moment bin ich stehen geblieben, weil ich wusste, dass ich einen Peak von der rechten Seite gegenüber der linken Seite habe. Und dadurch, dass ein Tarkov der Charakter die Waffe auf der rechten Seite hält, haben wir hier einfach den Vorteil. Mein Teammate ist hinter mir, er muss die Runde überleben, ich nicht. Ich weiß, dass ich nur eine Dreierrüstung, Dreierhelm habe, habe aber eine M4, höchste Schussrate im Game für eine AR und weiß, dass ich gute Muni habe, also kann ich es mit beiden aufnehmen und es riskieren. Der hustet wie sonst was. Einer noch, bleib hinter mir, bleib hinter mir. Ich weiß, dass ich den ersten von beiden Spielern gekillt habe und höre, dass der zweite die Granate zieht. Und derzeit, wo er die Granate zieht, kann er mit der Waffe nicht schießen. Er kann die Granate wieder zurücklegen, er braucht dafür aber eine gewisse Zeit. Er braucht länger, als wie ich brauche, um ihn zu pushen. Also entscheide ich in diesem Moment ganz kurzfristig, dass ich nochmal nach vorne gehe, obwohl ich angeschlagen bin, Leben verloren habe, um den Fight hier zu beenden. Nate gezogen. Beide tot. Bleib hinten, bleib hinten. Nice. Boah, ja, ich bin zum Glück ein bisschen weiter nach hinten. Beide tot. Ich komme rüber zu dir. Ja. Der erste Fight ist zu Ende. Ich weiß, dass wir sehr viel Lautstärke gemacht haben und habe links oben in der Anzeige zwei Körperteile bluten. Bevor ich anfange, alle Einzelkörperteile mit der Blutung zu stoppen und zu heilen, drücke ich mir einen Stim, der kostet nur 40.000 und er stoppt alle Blutung und sorgt dafür, dass ich in den nächsten 60 Sekunden keine neuen bekomme, sodass ich für den nächsten Fight schnell wieder bereit bin. Deswegen entscheide ich mich auch, ein ETG zu drücken. Der gibt mir 6 HP pro Sekunde. Es ist ein Ultra-Stim, der sehr, sehr teuer ist, aber sofort dafür sorgt, dass ich auch den nächsten Fight machen kann, denn wir sind noch nicht raus. Wo hast du denn? Da ist der eine. Hier ist der eine. Jeff ist bei Roadblock. What? Alter. Noch einer. Alter. Hast du den zweiten gefunden? Ja. Und raus. Nein, ich kann noch nicht. Bei wie viel bist du? Gucken wir, was sind wir? 35, wir sind erst bei 36 Minuten. Ich komme Richtung Garagen. Ja. Vielleicht ist ja noch ein Scaff oder zwei, dann kann ich auch. Du hast deine Scaffs? Einer fehlt. Achso. Bleib aber in Deckung, falls von drüben gleich welche rüberkommen. Ich weiß nicht, ob die das waren. Vor uns, vor uns! Tot! Nice. Noch was? Noch einer! Ich ist schmeiß leer. Links den Nate. Ist leer! Shit! Achtung, Mann. In diesem Moment stelle ich fest, dass ich, während ich den ersten Gegner gelootet habe, vergessen habe, meine Magazine nachzufüllen und das letzte Magazin fast verschossen habe, weil da eine Scaff sich hinter der Barrikade versteckt hat. Also muss ich zurück, ich habe vorne keine Munition mehr in dem Magazin und switch auf die Zweitwaffe des Gegners, die ich gerade aufgenommen habe. Eine Nate. Ist dahinter, ist dahinter. Ich muss denken, ich muss denken. Ja, ich mach noch eine Nate. Bleib hinter mir. Ja. Die erste Nate könnte ihn aber eventuell erwischt haben, die war nämlich... Oh, hier kam eine Nate an. Ich gehe mal ein bisschen nach hinten. Er ist vor mir. Oh. Tot, 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 tot. Du?
Alle tot, nein, 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 ich lebe. Ah, okay. Also Minus. Ich komme mal zu dir. Richtung Crackhaus war auch Action, also irgendwie voller Server. So. Brauchst du was? Alles gut. Genug XP habe ich auf jeden Fall. Dann geh raus, geh raus. Pack den anderen mit Vorsichtshalber nochmal an. Der eine hat eine MP7 noch komplett. Komm raus. Schön. In diesem Moment nehme ich nochmal einen Golden Star, weil ich die beiden Spieler noch looten möchte und eben die Info bekommen habe, dass beim Crackhaus, was sehr nah bei uns ist, auch noch Schüsse waren und ich nicht weiß, ob ich gleich eventuell noch in den dritten fighten muss. Mein Painkiller war ausgelaufen. Painkiller sind in Tarkov sehr wichtig, weil ihr ohne Painkiller, wenn ihr angeschossen werdet, Stamina verliert. Das heißt, ihr könnt nicht mehr sprinten. Wenn euer Bein kaputt geht, könnt ihr euch nicht mehr bewegen. Und der Painkiller unterdrückt diese Schmerzen sozusagen und erlaubt euch, im Kampf zu bleiben, auch wenn ihr schwer blutet und wenn ihr Körperteile verliert. Knapp 3 Millionen gibt die Karte. Dem hast du Giselle aber ganz zerschossen. Das würde ich gerne noch mitnehmen. Tja, Karte ist schon verkauft. YouTube video.